Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach Spiel 1, Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga. Die Augsburger Panther schlagen die Düsseldorfer EG vor 6.139 Zuschauern im ausverkauften Kurt-Frenzel-Stadion mit 7:1. Bei mir sind wir mit meinen Trainer für unsere Gäste aus Düsseldorf, Harold Greiss, und unser Headcoach Mike Stewart. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer. Herr Greiss, darf Sie um Ihre Einschätzung zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Abend zusammen. Wir haben uns das anders vorgestellt, als es heute ausgegangen ist. Aber das sind die Playoffs und man weiß, die Saison fängt neu an für uns. Wir spielen am besten, wenn wir 5 gegen 5 spielen oder im numerischen Überzahl. Wir haben einen guten Unterzahl gehabt während der Saison, aber wir haben es heute zu sehr strapaziert. Besonders am Anfang haben wir einfach zu viele unnötige Strafzeiten genommen und unser Spiel nicht gefunden, und das hat Augsburg von vornherein sehr, sehr gut gemacht, ihr Spiel gefunden, ihr Spiel durchgesetzt. Und wir sind heute zu wenig in den Bereichen hineingegangen, wo man die Zweikämpfe gewinnt, wo man die Scheiben gewinnt und wo man Druck zum Tor macht. Das Gute an den Playoffs ist, es spielt keine Rolle, ob das jetzt 6-1 ist, 7-1. Wir haben ein Spiel verloren, mehr nicht. Am Freitag geht es weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Harry Greiss. Mike, Glückwunsch zum ersten Saisonsieg gegen die DEG. Wie siehst du den Auftritt deiner Jungs heute? Danke und guten Abend. Harry hat es gesagt, ich glaube, unser Start war gut. Beide Mannschaften haben sich bemüht. Ich glaube, die Pause war mehr als lang genug. Und beide Mannschaften haben sich gefreut, wieder aufs Eis zu stehen. Im ersten Drittel durch Whitey, wir sind in Führung gegangen. Ich hatte das Gefühl, dass wir hätten vielleicht ein Tor mehr schießen können. Aber Niederberger hat ein paar super Saves gemacht. Und dann im zweiten Drittel haben zwei Tore geschossen, einen Powerplay, und im zweiten war Schmulli. Das hat uns immer einen Haufen Momentum gegeben, aber in der Pause habe ich meinen Jungs gesagt, dass wir dürfen nicht aufhören. Wir sind weiter schnell gelaufen, wir waren aggressiv, wir haben gut reagiert und unsere Chancen verwertet. Und letztendlich 7-1, das habe ich ganz ehrlich nicht erwartet, und wir können es heute genießen und dann morgen aufstehen und wieder an die Arbeit gehen. Weil Harry hat es gerade angesprochen, in den Playoffs ein Sieg ist ein Sieg, ein Niederlage ist ein Niederlag, und am Freitag es geht wieder los in Düsseldorf. Danke. Danke, Mike. Gibt es Fragen von Ihnen an die beiden Coaches? Die Frage zur Bedeutung von einem Sieg in Spiel 1, wie wichtig ist das für die Psyche und auch das Selbstvertrauen der Spieler? Ich glaube, es ist riesig, ganz ehrlich. Und zu Hause, wir wollten unser Heimvorteil ausnutzen, und das haben wir heute gemacht. Und die Fans haben eine super Stimmung gemacht in der Halle. Und na, es war groß, aber ganz ehrlich, wenn du gewinnst, verlierst, musst es abhacken. Und so, not too high, not too low. Und das ist unser Mantra. Weil ich erwarte ein anderes Spiel am Freitag. Weitere Fragen? Man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die Panther das Spiel in Ruhe zu Ende spielen wollten, sondern haben immer nachgeschoben, wollten immer noch was nachlegen. Ist es dann, wenn das Ergebnis so hoch ausfällt, nicht doch noch ein psychologisches Plus, weil er sagt, wir haben nur ein Spiel verloren, in der Höhe spielt es keine Rolle? Die Mannschaft hat sich heute nicht zufrieden gegeben, hat immer weitergemacht, versucht nachzulegen. Ist das dann am Ende doch ein psychologischer Vorteil? Ich glaube, wir haben clever weitergespielt nach unseren Toren. In der Defensive wissen gut gestanden, und das ist mir wichtig. Wir sind nicht schlampig geworden. Und ganz ehrlich, ist es eher, wir wollen einfach am Boden bleiben. 7-1, 3-2, ein Sieg ist ein Sieg. Mehr Wert hat es nicht. Weitere Fragen? Mike, ungeachtet des Ergebnisses, das war Panther-Hockey heute, oder? Wie du dir das vorstellst, gerade im ersten Drittel, sehr laufintensiv, jeder Check ausgefahren, jeder Zweikampf angenommen und dem Gegner den Zahn gezogen, oder? Um es abzukürzen, Mike, war das Panther-Hockey nach deinem Geschmack? Ja, das war unser Plan. Wir haben es durchgezogen. Die Jungs waren konsequent und fokussiert, und es ist Playoff-Eishockey. So, beide Mannschaften wollen ein bisschen Momentum aufbauen, und es gibt diese Phasen in 6 Minuten, manchmal nur in 20 Minuten, in einem Drittel. Aber heute, wir haben das Momentum auf unserer Seite gehabt oder gewonnen, und
Das ist unsere Mentalität sowieso. Es funktioniert nicht immer, aber das ist unser Mantra. Dominik. Harold, wie schwierig ist es heute, oder erst die Frage, was ist mit Weitzel und wie schwierig ist es in so einem Spiel dann heute nicht wechseln zu können, weil man eben den zweiten gestandenen Mann nicht dabei hat? Die Frage zu Frederik Pettersson-Wenzel, der heute nicht dabei war, hat das die Situation heute irgendwie verändert? Er ist nicht dabei, weil er überzähliger Ausländer ist. Das ist der einzige Grund. Also wir haben ja mit Torp in der Verteidigung die Ausländer, wir haben die vorne. Also wenn ich ihn umziehe, dann muss ich einen Ausländer rausnehmen. Und die Entscheidung ist für Matthias gefallen. Also in dem Fall, klar, hätte man sagen können, wir nehmen den Matthias raus, aber das ist eine gesamtmannschaftliche Leistung. Das Spiel ist vorbei, wir werden das aufarbeiten. Gedächtnisschwund ist eine gute Eigenschaft während den Playoffs, für uns besonders. Das Ergebnis, nicht warum es so zustande gekommen ist, das werden wir nicht vergessen. Und morgen gehen wir wieder an die Arbeit. Weitere Fragen? Dem ist nicht so, dann darf ich unseren Gästen aus Düsseldorf einen guten Nachhauseweg wünschen. Freitag steht dann Spiel 2 in Düsseldorf auf dem Plan, ehe es am Sonntag 14 Uhr dann zu Spiel 3 im Kurt-Frenzel-Stadion kommt. Bis dahin, danke, tschüss.